Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wertvoll und von Gott geliebt bist? Bevor du jetzt abschaltest, weil du das Ganze für einen uralten Spruch hältst, lass mich dir ein paar kurze Gedanken weitergeben. Einer meiner großen Vorbilder in der Bibel ist David. Er ist unter dem Zusatz bekannt geworden, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und das begeistert mich. In Davids Leben sehe ich nämlich etwas, was mich interessiert. Denn dieser Mann war sein Leben lang gefesselt und fasziniert von seinem Gott. Und warum? Weil ich glaube, dass David etwas sehr, sehr Wichtiges bei Gott entdecken konnte. Es ist etwas, das auch wir unbedingt entdecken müssen. Das, was wir bei Gott entdecken müssen, ist die folgende Aussage: Gott freut sich über dich. In Psalm 31, 8 ruft David voller Freude zu Gott aus: Ich jubel vor Freude, weil du mich liebst. Wow, das ist das Erste, das wir entdecken und verinnerlichen müssen. Denn wenn wir das fassen können, wird das alles andere in uns verändern. Warum? Hast du schon mal versucht, jemanden gern zu haben, der dich überhaupt nicht ausstehen kann, der dich abweist, der dich hasst? David entdeckte, dass Gott ihn liebt. Dass er ihn gern hat. Du liebst mich, muss David immer wieder vor Gott aussprechen. Ich musste das in den letzten Tagen wieder jemandem schreiben. Jemand, der immer wieder daran zweifelt, ob Gott ihn wirklich gern hat. Ich habe ihm eine WhatsApp-Nachricht mit dem Vers aus Zephania 3,17 zugeschickt. Denn auch dort heißt es: Gott hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Wow, wie klingt das? Wie verändert das unsere Beziehung zu Gott, wenn wir wissen, dass er uns liebt? In der Bibel erklärt der Apostel Johannes, dass wir Gott überhaupt lieben können, weil wir verstehen, dass er uns zuerst geliebt hat. Wir können ihn lieben, weil er uns schon lange mit ausgestrecktem Arm entgegenkommt. Das bedeutet, dass wenn Gott mich zuerst geliebt hat, ich nicht irgendetwas unternehmen muss, damit er mich noch mehr lieben kann. Wenn das in uns reift, dann können wir Gott und Jesus viel mehr genießen. Warum? Weil wir verstehen, dass Gott uns genießt. Wir können uns ihm hingeben, weil er sich uns hingegeben hat. Und wir werden dann von innen nach außen verwandelt. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so läuft. Vielleicht sind dir dumme Dinge passiert. Vielleicht bist du abgekämpft und fühlst dich wie ein Versager. Vielleicht bist du dabei, alles in die Ecke zu schmeißen. Aber wenn du es erlebst, dass Gott dich genießt, dann fängst du an, Gott zu genießen. Und dein Leben beginnt sich zu verändern. Und die Veränderung beginnt so normal, dass du es kaum merken wirst. Wir freuen uns mehr an Gott, wenn wir herausfinden und selbst davon überzeugt sind, wie sehr sich Gott an uns freut. Das ist der Anfang auf einer spannenden Reise zum Herzen Gottes. Lerne Gottes Herz kennen und lass dich davon prägen und verändern, denn er liebt dich.